Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, mich kann jeder laut und deutlich hören. Das Licht brennt ein bisschen, aber das kriegt man auch schon irgendwie in den Griff. Ich bin ja der Alex, wie Sie schon wissen, und werde heute meinen Slam vortragen, mein Klinikulichant. In diesem Slam geht es um das Nachholen der Fachhochschulreife über Telekolleg. Zum Slam an sich, ich benutze nicht gerade die gängigsten Wörter, deswegen appelliere ich an Sie alle, die aktuelle Ausgabe zu erwerben, natürlich auf der Homepage. Nicht nur, dass Sie den Text nachlesen können, selbst interpretieren können, sondern dass Sie die ganzen kleinen Bienchen, die hier nämlich das auf die Beine bringen, zu unterstützen. Gut, dann wünsche ich viel Spaß und hoffe, ich kann Sie zum Nachdenken animieren. Mein Telekollegiant. Ich fange jetzt an mit einer kleinen Anekdote. Recht zusammengefasst, aber hat viele Worte. Das Erlebte mitzuteilen, aus meiner Sicht, ich sehe es so an, als sei es meine Pflicht. Irgendwann langweilte ich mich auf der Zellerie und wollte nicht was werden. Oh je. Das Leben gewissenhaft und sicher lenken, muss doch langsam an die Zukunft denken. So ging ich in das Regensburger Abenteuer. Wayne ist jetzt Timmy? Fächer, die Geschichte, Rallye und Latein. Da war ich mit meinen Noten doch recht klein. Ich schaffte nur das erste Jahr, es reichte nicht und eins war klar. Der Weg mit dem Gymnasium verflog sich so schnell wie heute. So landete ich beim BFD zum Telekollege, Kombuga und der Angestellte für die harten Wege. Für mich fiel gleich das erste Trimester bald aus. Kollegianten Marcel, Sebastian und der Klaus sprinteten davon, als seien sie auf dem Marathon. Ich blieb weit weg vom Erfolgsturm. Das kann's nicht sein, so schnell ist rum. Ich muss doch besser werden, nur darum. So machte ich nochmal 1, 2, 3 und die 4 entwickelte sich langsam zu einer Gier. Mein Arbeitsdrang und Ärger stieg empor. Klopf, klopf. Schon stand vor der Tür K vor. Da packte ich schnell meine Kampfreidetasche. Ach, was soll's, da gibt's wieder ein bisschen mehr Asche. Da war ich nun in Prizren und da blieb wohl auch all mein Wissen. Dies von Montag bis Sonntag und Sonntag bis Montag. So viele freie Tage, an denen ich lernen mag. Kaum zurück musste die Beziehung wieder verspeist werden. Trauer, Schmerz, Heimweh, das macht mich stark und lässt mich abhärten. Sie ist schwanger, ich wollte nicht wie ein Schnitzel. Es gab nur noch eins, alles andere ließ ich abblitzen. Lernen, Frau, Haus und die Arbeit. Freizeit ist das sehr weit, weit, weit entfernt. Kaum konnte man einen Punkt anvisieren. Tausende Gedanken, nur nicht das, was man soll, kreieren. Present Simple, Pythagoras, Pavlov sowie Algebra. Ich kann nicht mehr, mache ich da Katze da? Die Nachricht kam, es lebt nicht mehr. Entscheidungen fällen, das wird schwer. Da frage ich mich, schaffe ich doch nie. Und wenn auch doch, c'est la vie. Manchmal sagte mein kleines Männchen hier im Kopf den Rest, Alexius, du wie du est. Und da jetzt? Von Suizid über PTBS zu Burnout und das Leben einen so richtig weghaut. Trotzdem gönnt man sich schon das eine oder andere. Es wird schon, wenn ich mit der rosa-roten Brille wandere. Zwar Urlaub, Erholung und Relaxen. Kapitel über Kapitel, ab zum nächsten. Plötzlich kommt schon die nächste Frage, was ich jetzt nur sage. Denn auch ohne Abitur bleibe ich doch irgendwie recht cool. Ich gehe meinen eigenen Weg und tute Kagul. So ebnete ich's Stück für Stück mit ein bisschen Lehrerglück. Ein Sprung zum kleinen Ziel und der Ballast endlich um mir fiel. Nun halte ich mein Zeugnis in der Hand. Ich kann zu Recht behaupten, ich bin ein echter Telekollegiant. Dankeschön.